Herzlich willkommen wieder zum Waldbauer-Vlog in der Kalenderwoche 5 im Jahr 2022. Ja, mein extra Video hatte ich ja versprochen, auf die Ölheizung einzugehen. Warum habe ich eine Ölheizung überhaupt, wenn ich mit Holz heize auch? Und gehe ich dann nachher drauf ein. Insbesondere, was ist das für eine Ölheizung und wie habe ich die Ölheizung auch mit der mit dem Holzkessel gekoppelt von der Steuerung? Gehe ich dann nachher nochmal drauf ein. Erstmal vielen Dank für die anregenden Kommentare, sage ich jetzt mal so. Die vielen Vorschläge, die mir unterbreitet worden sind, finde ich super. Danke. Und ich freue mich auch, dass jetzt die 500er Grenze, wenn man so sagen, Abonnenten jetzt überschritten habe. Vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich dann doch so einen großen Anklang finde. Und das motiviert mich natürlich dann auch zum Weitermachen. Na, so wie es mir möglich ist, dann für euch dann halt auch ein Programm zu bieten, was auch ein bisschen unterhaltsam hoffentlich ist, aber auch Informationen bietet. Aber bitte auch zu berücksichtigen, ich mache keine Tutorials, sondern ja, ich zeige euch, wie ich das halt so mache. Ja, das ist, kann man sich halt ja, was von abgucken oder halt auch nicht. Ne? Also, na, viele machen es halt anders, ich mache es halt so, wie ich es mache. Freue mich trotzdem, wenn ihr Vorschläge macht in den Kommentaren. Das ist ja ganz wichtig. Dann komme ich nochmal auf ganz andere Gedanken. Und ja, nehmt das halt auch ernst. Ne? Das ist wichtig. Auch wenn es manchmal in Kommentaren nicht so, in meinen Antworten vielleicht nicht so klingt. Aber ich muss halt auch sehen, dass ich meine Kommentare oder dass ich eure Kommentare, meine Antworten halt dazu dann auch immer zwischendurch halt bearbeite, mache. Na, das tägliche Leben geht halt voran und dann läuft das alles ein bisschen nebenher. So, das dazu und da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein. Ein Thema war ja mit der Holzverbringung. Na, wie bringe ich mein Holz, Brennholz in den Keller zum Beispiel. Jetzt bin ich hier in meinem Holzlager im Keller. Ja, es gab ja da diverse Anfragen, wie ich da mein Holz verfrachte. Auch im Keller, ob ich das nicht optimieren kann. Ne? Und ja, es ist nicht ganz optimal mit den Holzkarren die 5 Treppenstufen runter. Ne? Oder überhaupt der Holzkarren. Na, das ist ja für viele so ein Fragezeichen. Aber der Holzkarren, der ist, soll man sich nicht verschätzen, der ist ganz gut, weil ich kann den wirklich hier, kann ich sehr schnell die 5 Treppenstufen, es sind wirklich nur 5 Treppenstufen, die hier ein Hindernis darstellen, in den Keller rein, runter. Bin ich relativ schnell ist mit dem Holz hier unten, das sind 0,15 rund Baumeter Holz, was ich in den Holzkarren reinkriege. Muss ich nochmal nachgucken, aber ich meine, es wären so 0,138 oder irgend sowas. Und mit diesem ganzen Förderbandgedöns, Ich kann hier mit dem Förderband nichts anfangen, weil ich kann ja das Förderband hier nicht an die entsprechende Stelle einstellen, wo das Holz dann gestapelt wird. Das geht halt nicht. Ja. Ich kann es halt nur in den Keller schütten, fallen lassen und muss es dann von da wieder aufnehmen, überall hin stapeln und bewegen. Und das habe ich ja auch gemacht. Dann nimmt man 2, 3 Clipper auf, da sind ja 50er Scheite. Ich mache 50er Scheite. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Ich säge das Meterteil nur einmal durch. Ne? Oder ich habe Stangen. Ich habe ja draußen Stangen, 4 Meter Stangen.
3-Meter-Stangen, 5-Meter-Stangen habe ich auch gemacht. Das kann ich mit der Kappsäge, deshalb habe ich ja die Kappsäge. Wunderbar sägen, diese Stangenware. Ja. Oder halt auch meine Schwadebretter, kann ich mit der Kappsäge wunderbar sägen. Ja, weil ich da habe ich noch eine Zuführrolle da, ne, Verlängerung, wo ich das wunderbar, diese längeren Sachen dann alle auf 50 Zentimeter sägen kann. Dieses, alles, was so nur rein auf Meter getrimmt ist, das zu sägen und zu verarbeiten, mit diesen ganzen Schneidautomaten, die auf 25er Länge oder 33er Länge ausgerichtet sind. Ich kann mit 25er und 33er Länge, kann ich nichts anfangen, kann ich meinen Ofen nicht vernünftig befüllen. Ich brauche immer exakt 50 cm Scheide, dann kann ich meinen Ofen sauber befüllen und das heißt ein Meterstück, brauche ich noch einmal in der Mitte durchzuschneiden. Na, und da ist die Kappsäge bei mir das Ding, weil eine Wippsäge ist anstrengender. Wippsäge kann ich meine Stange nicht sägen, wäre unmöglich. Sagen wir mit der Kappsäge, mit der BGU-Kappsäge kann man 100% sicher arbeiten und vor allen Dingen energieschonend, kräfteschonend. Na, kräfteschonender als mit der Wippsäge. So, und das ist halt alles da schon mit Bedacht. Ne? Das ist alles schon mit Bedacht. Und wie gesagt, ja, aber genau, dann mit der Holzbündelung habe ich auch schon dran gedacht. Holzbündelung, wie kriege ich das hin? Wie passt das? Das Problem, erstmal habe ich oder was heißt, es gibt ja so, ich habe ja gesehen, da diese Holzdinger. Ich habe hier überall Schräglagen. Bei mir ist halt selten, wo mal was waagerecht ist. Ich habe hier immer mit Schräglagen auch zu tun. Und kann dann halt nicht so einfach arbeiten wie manche andere. Ne? Wenn ich die, ja, will ich gar nicht, das ist viel zu weit reichend, jetzt alles genau zu erklären. Holzbündelung. Und so weiter. Ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden, weil mit den Meterholzanhängern, die sind so ergonomisch, weil die, ich habe mich extra auch für den Meterholzanhänger, aber auch für den zweiten größeren Meterholzanhänger entschieden, weil die so tief sind teilweise, ne? Die sind so tief und ergonomisch in der Höhe, ne? Kein Kipper, ich hatte vorher den Kipper, da musste so hochstapeln. Das war Katastrophe, alles hochwuchten. Da braucht man, da ist man auf einer sehr ergonomischen Höhe. Wenn die Scheide alle nicht so schwer sind, das ist beim Spalten ist das wichtig, dass man es halt spaltet. Und richtig, das genau, dann mache ich das gerne. Also ich habe da kein Problem, ich bin jetzt schon über 50 mittlerweile. Und habe da keine Geduldsprobleme mehr. Das war, jetzt muss ich da 1000 solcher Dinger da auf den Anhänger machen oder so. Da, das ist in jungen Jahren, habe ich das auch gehabt. Da ist die Geduld mit mir reiß ausgenommen. Wenn ich das schon gesehen habe, habe ich schon eine Krise gekriegt. Ja, das ist in den jungen Jahren oder die Muskelfäule setzt ein, habe ich immer gesagt. Ne? In jungen Jahren, das sind Hormone zugange, die wollen sich mit was anderem beschäftigen, mit der Fortpflanzung und mit dem, weiß ich, Gehabe. Ne? Die wollen sich nicht mit beschäftigen, mit 1000 Holzer verladen. Das Problem habe ich nicht mehr. Ich verstaple hier mein Holz mit der Hand gerne. Habe ich kein Problem. Und wenn es 100.000 Scheite sind, immer wieder aufs Neue. Auch mit dem Meterholzanhänger mache ich das auch gerne. Und da brauche ich keine Maschinen und so weiter. Und das sind ja auch Investitionen. Das sind ja jeweils Investitionen, auch bei so diesen
vorgefertigten ja, Sägespaltautomaten, wie sie alle heißen, wo man nur gewisse Sortimente auch wirklich effektiv bearbeiten kann. Ich bin Waldbauer, ich mache da das Brennholz, das ist bei mir das Restholz, aber jegliche Sortimente, na, das was an Restholz anfällt, wird dort verarbeitet. Ja, und da kann ich nicht sagen, jetzt suche ich mir da aus die Sortimente, die da für meinen Sägespaltautomat dann passen, dass ich dann effektiv arbeite. Das geht bei mir nicht. Das Holz, was ich da aufgepoltert habe, das ist ja alles nicht Brennholz. Ne? Das könnte man ja denken, wenn man sagt, das ist jetzt alles Brennholz, da hat man schön einen Sägespaltautomat und durch damit und fertig aus die Maus. Nein, das wird ja erst noch sortiert, das wird noch für mein Kleinsägewerk verwendet. Und da kommen ja dann wiederum Schwadeholz bei raus. Eine Schwadeholz, auch in entsprechend 5 Meter, 4 Meter Längen, wird dann ja dann wieder auf meiner Kappsäge auf 50er Länge dann gesägt. Und so ist mein Konzept halt. Ne? Und mit halt den Altersfaktor, dass man da an die Arbeit auch noch ein bisschen anders rangeht, als jetzt, als wenn man jung ist und dynamisch und hormongeladen und will das alles noch irgendwie anders hinbekommen. Ne? Weil man vielleicht nicht die Geduld hat, da mal 10.000 Scheiter mit der Hand zu stapeln, ne? Oder von A nach B zu bewegen. Das ist halt ein Faktor. Ich verstehe das ja alles. Ich verstehe das alles. Ist ja gar kein Thema. Nur habt auch Verständnis für mich. Ist ja auch immer noch ein bisschen Spaßfaktor dabei. Und da mache ich das halt so, auch wie es mir Spaß macht. Ich mache ja keine Tutorials und sage hier so, Leute, so ist es richtig. Ich weiß es besser. Ne? Ich weiß es, weiß um Gottes Willen nicht besser. Ihr könnt euch das angucken, wie ich das mache. Und ob ihr das dann gut findet oder nicht, das ist dann euch überlassen. Na, ist gut. Ja, hier kann man es vielleicht lesen. Mein Ölkessel ist der Vitola Plus 300. Im Jahr 2004 hatte ich den eingebaut. Im Jahr 2002 habe ich mich damit beschäftigt, was baue ich hier ein. Vorher war hier ein schwedischer Scheitholzkessel in den 70er Jahren oder seit den 70er Jahren im Betrieb, ohne Pufferspeicher, klassisch. Der war auch dafür ausgelegt, mit so einem schwenkbaren Ölbrenner auch in den Ölbetrieb zu gehen, was allerdings nie von meinen Eltern ja, genutzt wurde, nur für die Abnahme. In der Anfangsphase, wo der installiert wurde, wurde Öl geheizt, ansonsten wurde über 25 Jahre halt mit Scheitholz geheizt und Warmwasser aufbereitet. Ja. Gut, und es war dann 2002 an der Zeit, halt diese veraltete Technik zu erneuern. Hier waren zwar auch noch Öltanks drinnen, ein abgemauerter Ölraum, wie es früher halt so war. Jetzt habe ich halt doppelwandige Tanks, ja, dann eingebaut. Und ja, ist halt die modernere, bessere Lösung. Gut, das zu dem Ölkessel, wie gesagt, seit 2004 hier im Betrieb. Sehr wartungsarm, sehr verlässlich. Ist Brennwerttechnik, ganz wichtig. Und ja, gehe ich dann auch nochmal drauf ein. Hat halt ein Abgasrohr hinten, was da rausgeht, zeige ich jetzt mal. Ja, hier haben wir das Abgasrohr. Das ist einfach nur ein Abgasrohr, was dann auch hochgeht bis durch einen Schornstein. Aber na, nicht mehr warm, wird großartig, nur noch die Abgase, weil hier hinten ist halt der Wärmetauscher dran. Die Wärmetauschereinheit. So dass der Kessel halt auch sehr hohen Wirkungsgrad hat. Also im Vergleich halt für das Altbauhaus, dieses Zweifamilien-Altbauhaus, ein relativ ja,
wenig Ölbedarf, wenig natürlich immer relativ. Also schon ja, auch jetzt nach 20 Jahren, wo ich den halt laufen habe, trotzdem noch ein ja, tolerierbarer Ölkessel. Allerdings ist er bei mir nur noch sehr wenig im Einsatz. Er war ja 10 Jahre im Solobetrieb, also nur Ölkessel-Einsatz. Ja, knapp 10 Jahre, 9 Jahre. Ja. 9 Jahre, es gab dann noch eine Übergangszeit, also so kann man schon sagen, 10 Jahre war er dann ja, im primären Einsatz. Ein Jahr, wo dann halt Übergang, wo das mit dem Holzkessel dann noch parallel war. Und dann halt immer weniger. Ne? Bis zu den letzten Jahren, wo ich dann auch ja, in den Sommern halt die Warmwasserbereitung auch mit dem Holzkessel dann gemacht habe. So, und dann kommen wir halt zu der Steuerung. Also ich werde jetzt nicht genau den Kessel erklären, das ist jetzt hier nicht meine Intention, da müsst ihr woanders schauen. Ich erläutere euch nur das, wie ich das mache hier als Waldbauer. Und jetzt halt nochmal zur Steuerung, wie jetzt dieser Parallelbetrieb da jetzt geregelt ist. Ja, jetzt sehen wir hier den Mischer, den Heizkreismischer. Und zwar wird der geregelt von der Ölkesselsteuerung. Ja. Also die Ölkesselsteuerung hat immer noch die primäre Funktion, den Heizkreis zu steuern und ja auch den Warmwasserbehälter zu steuern. Also da läuft die Steuerung jetzt hier völlig autark, ohne jetzt weitere Schaltungseinrichtungen. Nur der Brenner läuft nicht. Ne? Der Brenner ist deaktiviert. So, und da gibt es halt dann den Übergang, die Brennersteuerung halt zu dem Holzkessel. Ja, hier sind wir jetzt beim Ether. Der Ether, der hat ja auch eine Steuerung. Wie gesagt, der steuert jetzt keinen Heizkreis oder Warmwasser, sondern ja, der macht halt hier die Puffersteuerung von den Pufferspeichern. Und wenn der oberste Puffer dann eine gewisse Temperatur unterschreitet, die kann man hier halt einstellen, dann wird der Brenner freigegeben und dann läuft der Brenner an. Ja. So ist das jetzt hier geschaltet. Aber es muss ja noch eine hydraulische Steuerung da sein von dem ja, von dem Rohrleitungssystem. Das zeige ich jetzt gleich. Ja, hier oben sieht man die Absteller für die gesamte, also Vorlauf, Rücklauf, für die Pufferspeicher und den Holzkessel. Da wird er komplett händisch abgeschaltet. Manuell. Und hier unten gibt es ein manuelles Ventil für den Ölkessel. So, und das habe ich erst seit diesem Jahr oder seit, was heißt diesem Jahr, seit Ende letzten Jahres. Und ich hatte dort auch ein Umschaltventil. Und das war nicht so zuverlässig. Ja, davon habe ich jetzt Abstand genommen. Ich werde jetzt manuell umschalten. Ja, also da werde ich jetzt erstmal bei bleiben, bei dieser manuellen Umschaltung, weil ich jetzt, wenn ich jetzt wegfahre oder so, dann immer, bevor ich wegfahre, die entsprechende Einstellung dann manuell vornehme. Und es jetzt nicht voll hochautomatisch mehr mache, weil das ist halt wesentlich wartungsarmer, störungssicherer. Ja, wir hatten es halt teilweise gehabt, dass es dann kurz vor Weihnachten dann schon so
komisch war, weil das Ventil hier, diese Ventilsteuerung nicht mehr richtig funktioniert hat. Und dann die Vorlauftemperatur für den Heizkreislauf dann plötzlich nicht mehr auf 60 mehr ging, sondern maximal nur noch auf 40, weil da gar nicht mehr so viel Wasser in den Mischer reinkam, warmes. Und man gerätselt hat, was ist da los? Im nächsten Moment ging es dann wieder. Na, das war dann, wenn dann die Warmwasserpumpe angesprungen ist, dann hat der Kreislauf nochmal eine andere Zirkulation bekommen, einen anderen Druck bekommen, und dann ging dann auch wieder die Vorlauftemperatur vom Heizkreislauf hoch und hin und her, und man wusste gar nicht, was los war und wo das Problem war. Das Problem war halt das Ventil, ja, was da eingeschaltet, zwischengeschaltet war, was dann regelmäßig dann immer für Störungen gesorgt hat. Deshalb mache ich das jetzt hier manuell. Ja. So, bis ich irgendwann mal, wie ich mich dazu wieder überzeugen lasse, dass ich da auch vielleicht eine andere Ventiltechnik dann einbaue, die dann dauerhaft verlässlich ist. Ja. Aber solange ich noch keine dauerhaft verlässliche Umschaltventil habe, mache ich das nicht, mache ich das manuell. Manuell reicht es auch vollkommen aus. Ja, in 2002 hatte ich mir ja Gedanken gemacht, ja, was für eine Heizungstechnik ich dann hier anstelle des Schaltholzkessels hier einbaue. Und ja, es gab dann halt auch verschiedene Optionen. Ja, ja, was gab es für Optionen? Pelletechnik beispielsweise. Na, oder gleich Holzvergasertechnik. Nur ich wollte ja erstmal eine Technik haben, die jetzt ohne dass ich Scheitholz benötige, möglichst automatisch läuft. Ja, das wäre halt ja, entweder Öl-, Gas-, Pellet-Technik oder Wärmepumpentechnik oder Blockheizkraftwerk. Das war halt auch etwas, mit dem ich mich sehr stark beschäftigt habe, wo ich aber am Ende leider feststellen musste, es ist nicht wirtschaftlich gewesen. Für mich damals, das wär ein Hobbyprojekt geworden. Ja. Das heißt, wirtschaftlich eher ungünstig ausgefallen. Und auch mit allen Abzügen und Berechnungen und Rückerstattungen und alles komplett eingerechnet, alle positiven Effekte eingerechnet. Gut, das wäre jetzt nochmal eine separate Thematik. Ich sage jetzt, vor 20 Jahren war das halt, hatte ich das berechnet, wenn man das heute nochmal betrachtet, wäre die Rechnung sicherlich wieder ganz anders. Ich weiß es nicht, positiv oder negativ, habe ich mich jetzt auch nicht näher mit beschäftigt. Ich habe ja jetzt den Ölkessel. Gas ist ein Problem, bin hier sehr begrenzt im Ortskern, da einen Gastank aufzustellen. Gasleitungsnetz haben wir hier nicht, können wir nicht nutzen. Es gibt nur eine Möglichkeit, einen Gastank aufzustellen. Und da sind die Möglichkeiten halt sehr begrenzt, bis nicht vorhanden hier auf meinem Grundstück, so dass ich da mich dagegen entschieden habe und keine Variante ist. Auch das wäre halt eine Variante gegebenenfalls gewesen mit dem Blockheizkraftwerk. Auch dort habe ich das dann auch nicht weiter verfolgt. So, also kam jetzt Öl noch in Frage, Pelletechnik in Frage und Wärmepumpentechnik in Frage. Bei der Wärmepumpentechnik ist es so, dass ich brauche halt hier meine 60 Grad mit meinem Heizungssystem Vorlauftemperatur, um im Winter über die Runden zu kommen. Und ja, die Wärmepumpentechnik ja eigentlich nicht von niedrigeren Vorlauftemperaturen ausgeht. Und wenn ich da die 60 Grad gewährleisten hätte müssen, das von der Wärmepumpentechnologie halt viel zu teuer geworden wäre. Das wäre auch gar nicht sinnvoll gewesen, sondern da hätte man eher ja, einen Umbau machen müssen, von den Heizkörpern weg zu Wand- und Fußbodenheizungen. Und das wäre eine größere Investition im gesamten Gebäude gewesen, über zwei Wohneinheiten. Was eine größere Investition wäre. Und
Das Problem ist ja, wenn man dort anfängt, dass dann auch ja, Renovierungsbedarfe und Sanierungsbedarfe auch noch für die Grundsanierung auch noch hätten mitgemacht werden müssen. Ja, also das wäre dann, das ist wie so ein, gerade im Altbaubereich hier, das ist so ein Hybridgebäude, was ich habe, immer nach und nach halt gebaut, saniert, dass dann halt ja auch Sanierungsbedarfe dann wie so ein Schneeballeffekt dann entsteht. Alles eine Aktion zieht die andere nach sich, was dann ein Gesamtinvestitionsvolumen bedeutet hätte, was dann auch nicht sinnvoll gewesen wäre. Und ja, mit den Förderungen ist ja auch nicht so einfach, insbesondere wenn man immer so Hybridgebäude hat und dann halt Schwierigkeiten hat, das alles schon vorweg zu beziffern und zu überschauen, was muss da gemacht werden, in welchem Umfang. Ja. Also ist nicht so einfach. So, deshalb Wärmepumpentechnik, ich habe es wirklich mich ernsthaft mit beschäftigt und mich mit auseinandergesetzt, mit einem spitzen Bleistift gerechnet, aber ist einfach nicht wirtschaftlich zu rechnen gewesen. Ja. Und genau, dann das nächste, was hatte ich, Pelletechnik, war auch interessant, allerdings waren die Pelletöfen für Einfamilienhäuser, die waren schon sehr etabliert und gängig am Markt, gab es halt eine Auswahl, auch eine sehr gute Produkte auch dabei. Allerdings brauchte ich die größeren Varianten und die waren halt noch nicht so verbreitet und etabliert, sodass ja, dann in die engere Wahl kam damals auch ein Produkt von Fissmann, die es halt hier hatte, was die entsprechende Wärmebedarf halt abgedeckt hat und der war allerdings sehr teuer. Ja. Die Gesamtschau war sehr teuer und halt auch von der Konstruktion, also es ist ein Riesengerät, das wäre hier im Keller nur mit Schwierigkeiten halt zu verbringen gewesen. Ja. Also waren halt diverse Themenstellungen, die dort ja, es nicht möglich gemacht haben, dann ihren zentralen Pelletkessel halt aufzustellen. Gut, dann habe ich jetzt noch was vergessen. Nee, wir hatten jetzt dann nur, also Gas ging ja nicht, hatte ich ja schon gesagt. Dann war halt hier dieser Brennwertölkessel-Testsieger damals von Fissmann, der Vitola Plus 300. Die erste Wahl, die ich dann hier installiert habe, und das war halt auch gut, der ist dann auch verlässlich gelaufen. So. Mittlerweile kann man ja auch andere Überlegungen machen. Wir hatten ja zwischenzeitlich überlegt, keinen Holzvergaserkessel zentral zu installieren, sondern halt dezentral Öfen zu installieren. Allerdings habe ich auch dort Abstand genommen, weil wir dort dann eine Schornsteinsanierung hätten machen müssen, also komplett von unten nach oben neuen Schornstein, am besten dreizügig zu bauen, was dann ich auch nicht Abstand genommen habe, weil die jetzt die Lösung mit dem zentralen Holzvergaserkessel besser ist. Die Wohnungen bleiben sauber und es kann halt zentral optimal verbrannt werden. Über den Holzvergasertechnik ist das ja von den neuesten Abgasnormen da halt sehr gut aufgestellt und ja, von daher war es für mich gesehen die richtige Entscheidung, da ich da halt auch sehr, sehr flexibel halt jetzt das, was ich an Holz mache, dann auch zur Wärme halt verarbeiten kann. Gut, das soll es erstmal reichen, kann ich noch ganz viel erzählen, also jedes Thema für sich ist ja schon ein großes Thema, jede Heiztechnik ist ein eigener Bereich und ja, insbesondere wenn man jetzt so eine Grundsanierung machen kann von dem Gebäude, dann würde ich natürlich da auch in andere ja, Ansätze wählen, wie Wandheizung oder Fußbodenheizung und nicht mehr auf Heizkörpertechnik ja, zu setzen. Aber ich habe nun mal Heizkörpertechnik. Und das alles zurückzubauen,
und umzubauen, alle Räume anzufassen, das ist natürlich eine große Aktion. Das ist so nicht wirtschaftlich durchführbar und auch von zeitlichen her, von allen, von den ganzen Umständen, die damit einhergehen, nicht vertretbar. So, ich hoffe, es hat euch jetzt wieder gefallen. Leider ist diese Woche etwas kurz ausgefallen und ich musste halt jetzt mit ein paar Vorträgen jonglieren. Nächste Woche wird es wieder besser. Da gibt es noch eine Überraschung. Der Sebastian möchte bei mir als Praktikant arbeiten, Baumfällaktion mit ihm zusammen machen. Er ist jetzt nicht ganz unbeleckt, aber er möchte trotzdem mal bei mir reinschnuppern, beim Waldbauer Schaumburg, um dort mal nochmal das Baumfällen gezeigt zu bekommen. Das ist eine andere Perspektive. Bin ich sehr drauf gespannt. Ich hoffe, er versetzt mich nicht. Und das Wetter muss ja auch passen. So, jetzt kommen wir zum Ende meines Wochenvlogs. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Vergesst nicht, gefällt mir zu drücken, Kommentare zu hinterlassen und zu abonnieren. Das freut mich. Und bei den Kommentaren freue mich eure Vorschläge und lasse ich mir durch den Kopf gehen, auch wenn ich nicht immer gleich reagiere oder sage, ja, setze ich sofort um. Trotzdem freue ich mich über eure Vorschläge und eure Kommentare. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.